So, jetzt erzähle ich mal ein bisschen was zu meinen Kniebeugen. Wir haben jetzt hier im Bild zu sehen, 300 Kilo gleich drauf, 306,5 Kilo. Das ist seit guten halben Jahr bestimmt das höchste Gewicht, was ich gebeugt habe seitdem. Hier speziell zu sehen von oben gefilmt, bei den Beugen ist es halt so, als Strongman ist Beuge immer ein fester Bestandteil des Trainings, ist jetzt aber natürlich jetzt nicht so in der Disziplin mit drin. Also da ist so Rückenkraft natürlich wesentlich höheren Schwerpunkt und Stellenwert im Strongman. Wir sehen natürlich Martin Wildauer, der stärkste Mann der Welt geworden bei der Champions League, hatte brutale Rückenkraft, nicht so stark in den Beinen und trotzdem, wie gesagt, Weltmeister geworden. Aber Beine, ich finde das einfach geil. Ne? Also 300 Kilo auf dem Rücken zu haben, wieder hochzukommen wie so ein Monolift, ist natürlich schon ein geiles Gefühl. Gut, Handgelenksbandage benutze ich immer, weil das natürlich der sehr starke Belastung auf die Handgelenke geht, genauso wie so ein Gewichtshebergürtel. Gut, und Gewichtshebershuhe habe ich auch an, dadurch habe ich einen stabileren Stand. Ich spule einfach mal ein bisschen vor. Ellbogenbandagen habe ich einfach nur an, damit meine Ellbogen durch diese starke Belastung auf die Arme, auch durch das Gewicht, was natürlich auch ein bisschen drückt, damit die Bänder und Sehnen schön warm sind. 306 Kilo, wie schon gesagt, seit einem halben Jahr nicht mehr gebeugt. Man muss sich natürlich sehr stark fokussieren, dass die Bewegungsabläufe, die Atemtechnik, alles stimmig ist. Hinten auf dem Rücken Magnesia drauf, damit die Stange nicht runterrutscht. Falls man meine Hände nachgeben, sodass es natürlich richtig fest drin liegt. Sieht gut aus, ne? 306 Kilo. Den Gürtel habe ich jetzt nicht zu fest gemacht, damit ich besser atmen kann. Normalerweise auf dem Wettkampf mache ich ihn schön fest rein. Für mich ist es natürlich auch ungewohnt, 306 Kilo seit einem halben Jahr. Deswegen muss ich einiges auf die Technik achten. Tiefe stimmt. Ist jetzt nicht die tiefste Beuge, aber auch nicht flach. Und natürlich hat man immer eine starke Angst, ne, überhaupt in die Beuge zu gehen bei 306 Kilo, vor allem, wenn man es ein halbes Jahr nicht mehr gemacht hat.